Bürgerbegehren, für die man unterschreiben kann. Das eine ist das Volksbegehren in der Rummelsburger Bucht. Ein stadtbekannter Mietheil namens Padovic will in der Rummelsburger Bucht Meerestiere einsperren und ein Aquarium bauen. Doch es gibt Anwohnerinnen und Bewohnerinnen dieser Stadt, die sagen, wir wollen anstatt einem Aquarium lieber bezahlbaren Wohnraum, Kita-Plätze, Schulen oder andere dringend benötigte Dinge. Also wenn auch ihr, so wie wir, der Meinung sind, dass dort Wohnungen gebaut werden sollten anstatt einem Aquarium, dann unterschreibt dieses Volksbegehren. Die Leute laufen hier mit Klemmbrettern und an den Infoständen herum. Genau, dafür lohnt es sich zu unterschreiben, und wenn ihr gleich dabei seid, leistet noch eine zweite Unterschrift. Und zwar für das Volksbegehren, was heute startet. Deutsche Wohnen und Co. Enteignung! So, und jetzt haben wir schon einiges gehört. Jetzt gibt's mal ein bisschen Mucke auf die Ohren. Wir hören